Der vorletzte Saisonlauf des Prototype Cups Germany am Sachsenring. Kenyo Alazari auf der Pole. Der Mühlner Motorsportpilot wird aber direkt unter Druck gesetzt, unter anderem von Markus Pommer im roten Duquesne. Dahinter rauscht Danny Safi ab ins Kies. Der Gesamtführende wird dadurch auf den letzten Platz durchgereicht. Und das ist nun die Gelegenheit für Markus Pommer und Catalano, ein dickes Ausrufezeichen im Titelkampf zu setzen. Das Duo liegt in der Gesamtwertung nur 8 Punkte zurück. Während Pommer sogar die Führung übernimmt, hat Danny Safi es nun im hinteren Feld mit Antti Ramo zu tun. Ein Zweikampf, der es in sich hat. Safi gewinnt dieses Duell, schnappt sich den Ästen und rückt immerhin wieder einen Platz vor. Zur Mitte des Rennens dann der Pitstop von Konrad Motorsport. Thorsten Kratz übernimmt von Danny Safi, ist anschließend gut unterwegs und rückt bis auf Platz 3 vor. Doch dann der Rückschlag, die Standzeit in der Box war zu kurz und Kratz erhält eine 6 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Die Gesamtführenden erwischen in Rennen 1 einen gebrauchten Tag und geben auch die Tabellenführung ab. Denn Valentino Catalano fährt entspannt dem Sieg entgegen und ist jetzt gemeinsam mit Markus Pommer auf Meisterschaftskurs. Kenyo Alazari fährt zwar nochmal ran an den Führenden, doch der lässt sich Platz 1 nicht mehr nehmen. Die Titelentscheidung im Prototype Cup ist damit vertagt auf das letzte Saisonrennen am Sonntag. Und in dem geht Kenyo Alazari erneut von der Pole ins Rennen. Valentino Catalano dahinter. Der Verlierer der Startphase ist Thorsten Kratz, der zunächst auf den vorletzten Platz zurückfällt. Während Alazari vorne bereits auf und davon ist, dreht sich Antti Ramo und das Safety Car muss raus. Das Feld rückt wieder etwas zusammen, dennoch bleibt Alazari souverän vorne. Doch im Kampf um Platz 2 tut sich was. Felipe Lasa geht an Catalano vorbei. Weil Thorsten Kratz aber deutlich dahinter auf dem letzten Platz fährt, sieht es weiterhin nach einem Gesamtsieg für die Tabellenführer Pommer und Catalano aus. Als Danny Safi 20 Minuten vor Schluss auch noch eine Drive-Thru-Penalty erhält, scheinen endgültig alle Titelträume für das Duo Kratz und Safi zu platzen. Markus Pommer will ja nun kein Risiko mehr eingehen, liefert sich mit Klaus Abelen aber dennoch ein Duell über mehrere Runden. Pommer gewinnt diesen Infight und holt sich Rang 3. Kenyo Alazari ist im letzten Saisonlauf eine Klasse für sich, Julien Apetelo und Markus Pommer folgen. Pommer und Catalano sichern sich damit die Meisterschaft im Prototype Cup Germany.